Sechszylinder, Turbomotor und Allradantrieb sind die Hauptbestandteile für einen Sportwagen, der schon Generationen träumen lässt. Platz 8 der schnellsten Autos der Welt. Und diese Marke durfte natürlich nicht in unserer Top 10 Show fehlen. An den Porsche 911 Turbo. 1964 rollte der erste Elfer vom Band. Die Geburtsstunde einer Sportwagen-Ikone. Damals noch ohne Turbomotor. Deshalb reichte es nur für 130 PS. 1974 kommt der Turbo auf den Markt und sorgt dafür, dass dieses Kürzel weltberühmt wird. Es ist der erste Seriensportwagen, der sich zusätzlichen Druck aus dem Abgasturbolader holt. 36 Jahre später stehen satte 500 PS im Fahrzeugschein des aktuellen 911er. Von der Faszination 911 Turbo ist nie etwas verloren gegangen. Das Design ist inzwischen 46 Jahre alt. Trotzdem kann von Altbacken hier keine Rede sein. Es ist, als ob Porsche immer nur mit einem Staubtuch über die Karosserie fährt und schon steht ein frischer 911er da. Heute rennt der Schwabe mit stolzen 312 Sachen über die Autobahn. Dafür kostet er aber auch rund 145.000 Euro. Trotzdem, mit Boxermotorengebrüll landet der aktuelle Porsche 911 Turbo auf Platz 8 der schnellsten Autos der Welt.